Die Umweltunternehmen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd, AÖR, und ihre Tochtergesellschaften EXAS und Biocomp SAS GmbH kümmern sich zuverlässig und mit regionaler Kompetenz um die Entsorgung von Abfällen aus Haushalten und haushaltsähnlichen Abfällen von Gewerbebetrieben. Eine Verpflichtung zur nachhaltigen Ausrichtung der gesamten Prozesse der Kreislaufwirtschaft ist selbstverständlich. Dabei sind nicht nur umweltverträgliche Lösungen bei der Abfallsammlung und Verwertung oder dem Betrieb der Deponien gefragt. Auch der Technikeinsatz und hier vor allem die Reduzierung von umweltschädlichen Emissionen erfordern eine sukzessive Umstellung der Antriebstechnik für den gesamten Fuhrpark der kommunalen Unternehmensgruppe. Diese Umstellung wird im Zuge von Fahrzeugneubeschaffungen bereits praktiziert. Ja, heute hier strahlende Gesichter, nur strahlende Gesichter. Und Energiewende ist ja in aller Munde. So, was hat euch hier veranlasst? Wir sind ja als Kreislaufwirtschaftsunternehmen hier im Burgenlandkreis ein ganz klassisches Umweltunternehmen. Und da betrachten wir natürlich all das, was wir tun. Und ein wesentlicher Teil besteht natürlich darin, dass wir mit unseren Fahrzeugen, in dem Falle die Fahrzeuge unseres Tochterunternehmens EXAS, Abfälle aus den Behältern einsammeln. Und da wir über 40 Fahrzeuge im Einsatz haben, ist die Frage, was nach dem Diesel kommt, für uns eine ganz entscheidende Frage. Und deswegen sind wir heute hier. Wir haben nämlich uns entschlossen, dass wir unsere Flotte umstellen wollen auf Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge. Das hat unser Verwaltungsrat beschlossen und zwischendurch hat die EXAS Fördermittel beantragt und jetzt haben wir endlich den Bescheid. Und deswegen sind wir heute hier, haben eingeladen, um das bekannt zu machen, bekannt zu geben, wie wir uns die Zukunft des Verkehrs, die Zukunft der Nachhaltigkeit hier im Burgenlandkreis vorstellen. Zukunft ist schon mal das Schlagwort für mich. In welchem Zeitraum ist das jetzt geplant? Jetzt ist ja erstmal das Geld wenigstens da, sagen wir mal so. Mhm. Wie ist jetzt der Werdegang? Also bei der Lkw-Technik wird es so sein, dass wir frühestens Ende nächsten Jahres mit den ersten Fahrzeugen rechnen können. Das ist aber nur das Thema Lkw. Wir haben natürlich schon begonnen, im Bereich der anderen Fahrzeuge, PKWs, auch umzusteigen. Und da haben wir bereits das erste Elektro-Hybrid-Fahrzeug im Einsatz. Das steht hier direkt neben mir. Und alle künftigen Beschaffungen werden natürlich, wenn wirtschaftlich, zu dem Thema Elektro oder Hybrid gelenkt. Und da die Fahrzeuge eben nicht nur fahren sollen, sondern auch tanken müssen, haben wir bereits in unserem Kompostwerk in Weißenfels Elektro-Tankstelle. Und hier in Gürschen wird in diesem Jahr auch noch Elektro-Tankstelle für PKWs, Kleintransporter und andere Fahrzeuge errichtet. Reine Elektroantriebe sind aufgrund von Faktoren wie kurzer Reichweite, langer Ladezeiten und fehlender Ladeinfrastruktur für die Abfallsammlung im Burgenlandkreis untauglich. Energiewende jetzt im Burgenlandkreis. Energiewende überhaupt, aber jetzt speziell im Burgenlandkreis. Wir sind heute hier. Hier ist ein Startschuss gefallen. Und wie sieht es jetzt generell im Burgenlandkreis aus? Naja, Energiewende ergibt sich bei uns ja durch den Ausstieg aus der Braunkohle in vielerlei Hinsicht, deutschlandweit, aber natürlich auch ganz konkret hier, weil hier Unternehmen sind, die auf Braunkohle auch gesetzt haben als Energieträger, die irgendwann wegfallen wird. Und insofern sind viele, unsere Abfallwirtschaft, aber auch private Unternehmen hier im Landkreis unterwegs und überlegen, könnte Wasserstoff eine Alternative sein. Wie kann man oder wie kann der Landkreis jetzt unterstützen? Ich meine, wenn es auch private Unternehmen sind, es ist alles mit Geld verbunden. Genau, also zunächst erstmal haben wir mit dazu beigetragen, dass ein Netzwerk Wasserstoff, das nennt sich H2 Hub BLK, also das ist ein Wasserstoffnetzwerk der Unternehmen, die im Wasserstoff sich engagieren wollen, entweder weil sie selber Wasserstoff brauchen, um es als Energieträger zu nutzen, oder weil sie Wasserstoff produzieren wollen, um es in ein Netz einzuspeisen, zusammengeschlossen haben. Und darum geht es heute auch gleich in einer Sitzung hier noch, dass wir auch mit unserer Abfallwirtschaft diesem Netzwerk beitreten. Ja, und wir können darüber hinaus einen Beitrag leisten, indem wir überlegen, wenn Wasserstoffleitungen gebraucht werden und die über den Landkreis weiter verteilt werden müssen, wer baut die, wie finanzieren wir die, kann zum Beispiel die öffentliche Hand da einen Beitrag dazu leisten, indem sie zum Beispiel das Netz baut und betreibt, um es dann den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
das Ganze auf den Weg zu bringen, ist nicht einfach. Kann man wirklich schon sagen, im Zeitraum von 10 Jahren, von 8 Jahren, was weiß ich, von 15 Jahren, ist es überschaubar überhaupt noch? Also wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben schon eine Wasserstoffpipeline, die im Industriepark in Zeitz endet. Die kommt aus Böhlen, ursprünglich aber aus Sachsen-Anhalt. Also die läuft von Sachsen-Anhalt nach Sachsen und dann zu uns zurück. Und mit dieser Leitung könnte man weiterarbeiten, man könnte sie verlängern. Man kann aber vor allen Dingen den Inhalt der Leitung, das ist jetzt, wir sagen, grauer Wasserstoff, also Wasserstoff, der letztlich als Abfallprodukt von Erdgas hergestellt wird, man kann da einen, statt dem grauen, einen anderen Wasserstoff, wir sagen, einen grünen Wasserstoff einleiten, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und da wollen wir hin, also Produktion von Wasserstoff aus Wasser. Durch eine Elektrolyse, da wird Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt und dieser Wasserstoff könnte dann in diese Pipeline eingeleitet werden. Also es ist nicht so ganz fernliegend, dass wir das hier auch hinbekommen werden. Aber es sind, das wäre meine letzte Frage, noch viele Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Innerhalb der Unternehmen auf jeden Fall, die Entscheidungen zu treffen, sind vor allen Dingen Kostenfragen, denn die Produktion von grünem Wasserstoff ist viel teurer als von grauem Wasserstoff oder auch von anderen Energieträgern. Da ist also der Bund, die Europäische Union gefragt, wie unterstützt man Investitionen in diesem Bereich finanziell, um die Kosten zu entlasten. Aber ich glaube, der Weg ist vorgezeichnet, dass Wasserstoff einen großen Beitrag auch zur Mobilität bei Fahrzeugen leisten kann. Ziel der kommunalen Unternehmensgruppe ist es, möglichst alle künftigen Fahrzeugbeschaffungen mit nachhaltigen Antrieben zu realisieren. Mehrere Beschäftigte der AW SAS AÖR besitzen bereits Elektrofahrzeuge. Die AW SAS AÖR, EXAS und Biocom SAS GmbH als kommunale Umweltunternehmen des Burgenlandkreises nehmen damit ihre Verantwortung für die Umstellung auf nachhaltige Antriebe im Rahmen der Verkehrswende aktiv wahr.